Auf vielfachen Wunsch möchte ich euch heute einmal zeigen, wie man solch ein wirklich süßes Schäfchen stricken und dann verfilzen kann. Ich habe hier verschiedene Schäfchen gemacht, ich habe bestimmt schon 10, 12 Stück gemacht, alle in verschiedenen Farben. Und es gibt mehrere Teile zum Stricken. Wir stricken einzeln 4 Beine, dann wird der Körper gestrickt, wir müssen den Kopf stricken. 2 Ohren. Den Puschel machen wir nachher dran, wenn alles verfilzt ist und ein Schwänzchen. Und man kann es nach Lust und Laune besticken, wie ich das hier gemacht habe. Wir fangen an mit einem Bein, weil es am einfachsten geht. Ich habe schon mal eins fertig gemacht. Die Farbwahl ist euch dann überlassen. Ich habe jetzt mit einer braunen 100% Filzwolle angefangen und dazu habe ich Bambus-Stricknadeln in der Größe 8. Und dann nehmen wir erstmal die braune Filzwolle. Für die Beine brauchen wir jetzt erstmal einen Knäuel braun und einen Knäuel hell. So, dann schlagen wir 18 Maschen an. Das habe ich euch schon im anderen Teil gezeigt, wie man Maschen anschlägt. So, das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir haben jetzt 18 Maschen auf einem Stock, Strickstock, und jetzt tun wir dann immer 6 Maschen auf eine Nadel. 2, 4, 6, nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt schließen wir die Runde und zwar nehmen wir dann einfach die losen Fäden und machen einen Knoten hinein. Das hält dann prima. Das stört uns auch dann nicht beim Filzen oder beim Weiterstricken. So, ich weiß, normalerweise strickt man ein Spiel mit 5 Nadeln. Es geht aber auch mit 3 Nadeln plus eine, mit der man strickt. Man ist viel schneller. Und ich habe auch schon Kommentare gehört, die ganz verzweifelt waren. Es ist ja so anstrengend, so viele Nadeln. Also wie gesagt, ihr könnt das gern mit 5 Nadeln stricken. Ich stricke es mit 3. Gerade bei dieser Größe geht das prima. Und man ist viel schneller. So, auf diese gefangenen Maschen stricken wir jetzt da 7 Reihen als rundherum. Und wenn wir die 7 Reihen haben, zeige ich euch dann, wie es ganz einfach weitergeht. So, wir haben jetzt 7 Reihen gestrickt. Das zählt man dann mit der Nadel am besten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt müssen wir 3 Maschen zunehmen. Das machen wir so. Wir stricken eine Masche auf dem Stock, machen einfach einen Umschlag und stricken die anderen. So, auf jeder Nadel bitte eine zunehmen. Nehmen. So, die erste stricken wir. Wir machen einen Umschlag und stricken weiter. So. Letzte Nadel. Eine Masche stricken, einen Umschlag und wieder die Nadel abstricken. So, da wäre wieder eine Reihe fertig. Jetzt haben wir aber den Umschlag da. Erste Masche stricken. Dann kommt unser Umschlag, den müssen wir von innen hinten einstreichen, nicht so von vorne, sonst gibt es ein riesen Loch, sondern von hinten durchziehen und wir haben eine Masche zugenommen. Ich zeige es nochmal. Wir stricken die erste Masche, dann ist unser Umschlag, den stricken wir von hinten, also hinten einstechen, Faden drum, durchziehen. Masche ist fertig. Wie gesagt, nicht von vorne stricken, sonst gibt es ein riesen Loch und das filzt sich auch nicht zu. So, das letzte Mal. Erste Masche stricken, unser Umschlag, von hinten rein,
Nochmal, ich zeige es. Und hinten rein. Durchziehen. Abheben, fertig. So, in der nächsten Reihe machen wir das Gleiche. Wie gesagt, das ist jetzt die 10. Reihe. Wir stricken eine Masche, legen eine drauf und stricken die Nadel. So, auf jeder Nadel bitte wieder eine zunehmen. Und dann stricken wir so weiter nach dem Zunehmen, dass wir insgesamt 17 Reihen stricken. Von den gefangenen Maschen bis zum Schluss 17 Reihen. Wie gesagt, jetzt da wieder zunehmen. Jeder Nadel eine. So. Und dann stricken wir munter weiter, bis wir 17 Reihen haben. Und danach machen wir dann das weiße Käppchen. Das zeige ich euch dann, wie es geht. Ich habe nun 17 Reihen gestrickt. Wir reißen den Faden ab und nehmen unsere helle Wolle. So, die bunden wir einfach da dran. So, schieben es runter. Und stricken jetzt einmal eine Reihe Naturfarben darüber. Wir haben jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insgesamt 14 Maschen, weil wir schön zugenommen haben. Jetzt ist gleich die erste Reihe geschlossen. Und jetzt zählen wir. Wir müssen alle 5 Maschen 2 zusammenstricken, also abnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt nehmen wir 2 zusammen. Das bedeutet, wir stricken einfach beide zusammen. Eine, 2 und stricken 2 zusammen. So, dann zählen wir wieder 1. 2, 3, 4, 5 und 2 zusammen. Dann nochmal die 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. Geht's weiter. 1, 2, 3, sind wir rundherum. Geht's weiter, 3 und wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. So, dann haben wir erstmal abgenommen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Wir haben jetzt 3 Reihen gestrickt. 1, 2, 3. Nun geht es weiter. 1, 2, 3. 4, 5 gestrickt. Da wir jetzt nicht abnehmen können, weil das nur eine ist, müssen wir die mal ausnahmsweise auf die nächste Nadel machen. So. Dann nehmen wir uns Nummer 6 und 7 als Masche zusammen. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 zusammen.
Und die nächsten vier stricken wir, dann nehmen wir nichts ab. So, Nummer 4. 4 Dreier aus Fahrdeck. Jetzt fangen wir an, wir stricken eine. Wir stricken zwei zusammen. Wir stricken eine. Selbe Problem wieder. Jetzt müssen wir uns die eine Masche auf die andere Nadel rüber machen, damit wir wieder zwei zusammen stricken können. Zwei zusammen. Eine stricken. Zwei zusammen. Eine stricken. So, wir haben jetzt wieder da drüben eine. Die nehmen wir einfach jetzt hier wieder auf die Nadel. So, die zwei müssen wir wieder zusammen machen. Zwei zusammen, eine stricken. Zwei zusammen, eine stricken. So, wieder eine Reihe fertig. Das machen wir jetzt noch einmal. Wir stricken eine. Wir machen zwei zusammen. Wir stricken eine. Wir machen zwei zusammen. Jetzt geht es wieder prima. Wir stricken eine. Wir machen zwei zusammen. Und dann stricken wir die letzten beiden. Eins. Zwei. So, jetzt haben wir genug abgenommen. Jetzt reißen wir den Faden ab und jetzt müssen wir diesen Faden auf eine dicke Stopfnadel fädeln und dann zeige ich euch, wie man es beendet. Wir haben nun das Beinchen fertig gestrickt, haben unseren Faden, den fädeln wir auf eine dicke Nadel und dann ketten wir die Maschen ab. Einfach nur durchziehen, abketten. Nächsten Maschen abketten. So, und die letzte auch abketten. So, schön zusammenziehen. Jetzt drehen wir das Ganze Nadel nach innen. Das Ganze gedreht. Wie so ein kleiner Socken. Festziehen und dann innen drin gut vernähen. Als hoch und runter. Und nur im hellen vernähen, sonst sieht man das nach dem Filzen auch in dem braunen. So, nochmal, das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Dann hält das auch schön, nach dem Filzen geht sowieso nichts mehr auf. So, jetzt mal so hin und her. Und das kann man dann einfach innen drin hängen lassen, das muss nicht nochmal vernäht werden und so. Einfach beim Filzen so lassen. Jetzt machen wir das wieder auf rechts. So, wäre wieder ein Beinchen fertig und davon machen wir jetzt vier Stück. Die Farben ist euch überlassen, ob ihr jetzt mal noch ein anderes Beinchen machen wollt oder ob ihr alle vier in braun Natur macht. Und wenn wir das gemacht haben, zeige ich euch im weiteren Teil, wie wir den Kopf, dann den Bauch, die Ohren und die Fertigstellung machen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran, denn es ist ein wunderschönes Geschenk, gerade für so kleine Mädchen oder Jungs zu Weihnachten, zum Geburtstag oder wann immer man meint. Für unser Schäfchen wollen wir jetzt die Ohren stricken. Ich habe schon mal ein Ohr fertig gemacht, das ist in Braun. Die Farbwahl ist euch überlassen, also ich mag es immer, wenn es ein bisschen unterschiedlich ist. Das andere Ohr möchte ich jetzt in Natur machen und dafür müssen wir 16 Maschen anschlagen. Das Anschlagen habe ich euch schon mal ausführlich gezeigt. Das ist jetzt eine ganz alte Art, wie meine Großmutter es immer gemacht hat. Das wird schön fest und sieht ganz toll aus. So, zwei Stück haben wir jetzt schon mit dem ersten aufschlagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir haben jetzt 16 Maschen. Und darauf stricken wir bitte 8 Reihen. Wir haben nun unsere Reihen gestrickt. Wir stricken das ganze Schäfchen einfach nur in rechts, rechte Maschen. Und jetzt nehmen wir ab. Und zwar stricken wir die erste
Und dann nehmen wir 2 ab, wie vorhin. 2 zusammenstricken. So. Dann stricken wir bis hinten aus und nehmen 2 ab. 1, immer 2 zusammen. 2. So. Dann stricken wir eine drüber. Die erste heben wir ab, aber nur bei dieser ersten Reihe, sonst wird das zu unfest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Maschen haben wir jetzt da. Und auf diese Maschen stricken wir, bis wir auf 12 Reihen sind. Wir haben unsere Reihen nun fertig gestrickt und jetzt machen wir die Spitze von den Ohren. Und zwar nehmen wir dann immer die ersten beiden und stricken so zusammen. So. Und am Ende der Reihe nehmen wir haben noch 3 auf der Nadel. Wir sticken die 2 zusammen und heben die letzte ab. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite wieder. Die ersten beiden zusammen. Wir stricken rüber, immer schön rechts. Wir stricken die letzten beiden zusammen und die allerletzte heben wir ab. Wieder wechseln, die ersten beiden zusammen, wir stricken rüber, jetzt haben wir die beiden wieder und die letzte heben wir ab, nochmal langsamer durch die ersten beiden durch, wir stricken sie zusammen, so jetzt haben wir unsere letzten 3, die 2 zusammen, die abgehoben. Gleich haben wir es. So, jetzt stricken wir die zusammen, die beiden. Und dann haben wir 2, die stricken wir auch noch zusammen. Dann haben wir 2. Die erste Masche bitte abheben, die zweite stricken. So, die erste Masche durch die zweite ziehen. So. Und jetzt da bitte noch einmal den Faden durch die letzte ziehen. Das wäre so eine richtig schöne Spitze. Und schon abreißen, abschneiden, wie ihr möchtet. Und fertig sind wir. Ich habe jetzt meine beiden Ohren fertig und ihr strickt jetzt bitte noch das zweite. Dann hätten wir die Ohren fertig. Wir haben die 4 Beinchen. Und als nächstes werden wir dann den Kopf stricken. Wir stricken jetzt den Kopf. Das ist schon mal ein Teil davon. Das machen wir zweimal. Das sieht ein bisschen sehr kompliziert aus. Das geht aber Schritt für Schritt und das erkläre ich euch ganz, ganz einfach. Wir fangen an. Wir nehmen unsere Rundstricknadel, auch in der Größe 8, wie wir auch die Bambusstricknadeln hatten, das Spiel. Nehmen unsere helle Wolle und fangen erst einmal 12 Maschen. 2 haben wir dann beim ersten Anschlag schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Über diese 12 Maschen stricken wir jetzt bitte in rechts 3 Reihen. 3 Reihen sind nun gestrickt, jetzt müssen wir zunehmen. Und zwar stricken wir die erste, dann machen wir uns unseren Aufschlag, stricken noch eine und nehmen nochmal zu. Dann stricken wir bis fast zum Ende der Reihe. Dann machen wir einen Aufschlag. Wir stricken eine, einen Aufschlag und die heben wir ab. So, jetzt müssen wir am Anfang der Reihe die aufgefangenen Maschen stricken. Ihr wisst, ich habe euch schon mal gesagt, das muss man von hinten einstechen. So, sonst gibt es ein Riesenloch. Also das sind verdrehte Maschen. So, das machen wir. Dann bitte
viermal. Viermal in jeder zweiten Reihe so zunehmen, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Ich wechsle noch einmal. Jetzt, wie gesagt, von hinten einstellen. So, das hätten wir jetzt einmal gemacht. Sage ich noch einmal. Wie gesagt, die erste stricken, dann einmal umschlagen. Stricken, ganz langsam, einmal umschlagen. Und wieder stricken. Dann stricken wir bis hinten aus. Machen die verkehrten, die verdrehten Maschen in den Umschlägen. Und das machen wir insgesamt jetzt bitte viermal. So, zweimal habe ich es jetzt schon fast. Unsere Maschen haben sich jetzt ganz schön vergrößert. Wir haben jetzt 28 Maschen für den Kopf. Wir haben viermal zugenommen, zwei vorne und zwei hinten jeweils in der Reihe. Und jetzt stricken wir darauf sechs Reihen. Einfach sechs Reihen jetzt mal. Für die, die es noch nicht genau wissen oder die anderen Sachen angeguckt haben von mir, möchte ich noch mal zeigen, wie einfach man kraus rechts, so heißt die Strickart, zählen kann. Ihr seht über hier die Wellen. Ich sage euch, was sind Wellen. Dann zählt ihr hier 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das sind immer zwei Reihen, wenn man hier die Wellen sieht. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Reihen hätten wir schon. Und wie gesagt, jetzt stricken wir erstmal 6 Reihen hier oben drüber, ohne zuzunehmen. Wir haben jetzt unsere 6 Reihen gestrickt und jetzt müssen wir vorne eine abnehmen, und zwar stricken wir dann wieder beide zusammen. So, stricken einmal durch und nehmen hinten auch wieder die letzten 2 und 3 zusammen ab. Und darauf stricken wir wieder 6 Reihen gerade hoch. Also unser Kopf wächst. Und aus diesem Kopf, aus den ganzen Teilen von dem Schäfchen, wie gesagt, hier die beiden wieder zusammen, jetzt abheben, von dem Schäfchen kann man auch prima einen ganz, ganz tollen, knuffigen Löwen machen. Das sind fast genau die gleichen Teile, man nimmt dann nur eine andere Farbe und arbeitet das fertig aus. Und wenn ihr Interesse habt, dann zeige ich euch auch noch, wie man einen wunderschönen Kuschellöwen machen kann. Wie gesagt, 6 Reihen jetzt da drauf stricken. Und das machen wir jetzt erst einmal. Wir haben jetzt unsere Reihen gestrickt und jetzt müssen wir wieder abnehmen. Wir stricken die erste und die ersten beiden dann wieder zusammen. Und dieses Abnehmen bedeutet, wir stricken jetzt immer nur am Anfang der Reihe die Maschen zusammen. Das machen wir so lange, bis wir nur noch 18 Maschen auf der Nadel haben. Wie gesagt, immer nur eine abnehmen, das bedeutet zwei zusammen stricken am Anfang der Reihe. Ich zeige es noch dann einmal und dann stricken wir so weit, bis wir 18 Maschen haben. Wie gesagt, jetzt erstmal einmal drehen. Wir sind am Anfang der Reihe, eine stricken, zwei zusammen, ganz langsam nochmal in beide hinein, Faden drum durchziehen, haben wir eine abgenommen. Wie gesagt, bitte jetzt da so lange stricken, bis wir nur noch 18 Maschen haben. Wir haben jetzt bis auf 18 Maschen abgenommen und jetzt das gleiche Spiel noch einmal. Wir nehmen vorne 2 ab, 1, 2 und dann nehmen wir hinten nochmal 2 ab. Nein, nicht zu viel. 2 zusammen, 2 zusammen, Umschlag. So, jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32. Und jetzt stricken wir bitte nochmal bis auf 40 Reihen gerade hoch. Also insgesamt brauchen wir 40 Reihen.
einfach immer rechte Maschen, ohne jetzt irgendetwas abzunehmen. Das sind insgesamt 40 Reihen. Wenn ihr euch jetzt mal um eine Reihe vertan habt oder so, das ist alles nicht schlimm, das fällt gar nicht auf. Strickt einfach hoch auf 40 Reihen und dann ketten wir langsam ab. Und das Teil für den Kopf ist fertig, was wir dann zweimal brauchen. Wir haben jetzt unsere Reihen fertig gestrickt und jetzt ketten wir ab. Und zwar, wir stricken eine, wir stricken noch eine und ziehen die erste Masche über die zweite. Das ist eine abgenommen. Wir nehmen vier Stück ab. Zwei, nochmal langsam, eine stricken. Wir haben beide auf der Nadel und ziehen die hintere über die vordere. Jetzt haben wir drei abgenommen und das ist Nummer vier. So, jetzt stricken wir auf die andere Seite. Drehen das Ganze und nehmen wieder vier Stück ab. Erste abheben, wichtig, sonst wird es zu wabbelig. Eine stricken, die hintere über die vordere ziehen. Eine stricken, die hintere über die vordere ziehen. Jetzt haben wir drei, jetzt haben wir vier. Wir stricken nach vorne. Wieder die erste abheben, eine stricken, die hintere über die vordere, wieder stricken, die hintere über die vordere, stricken, die hintere über die vordere, die hintere über die vordere, die hintere über die vordere. Wir reißen den Faden ab und dann nehmen wir den Faden noch einmal und ziehen den durch die Nadel, durch die Masche durch mit der Nadel und ziehen es fest. Und unser Kopf ist fertig. Das macht ihr jetzt bitte noch einmal, dass wir zwei Teile haben. Von unserem Schäfchen wollen wir nun den Bauch stricken. Und das zeige ich euch nun, wie einfach das doch ist, wenn man weiß, wie es geht. Wir brauchen unsere Rundstricknadel in der Größe 8, unsere 100% Filzwolle. Und schlagen erstmal 30 Maschen an. Zwei haben wir beim ersten Mal. Wie die Maschen angeschlagen werden, habe ich euch schon in einem anderen Teil gezeigt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Über diese 30 Maschen stricken wir jetzt da bitte eine Reihe rechte Maschen. Der ganze Bauch wird in rechten Maschen gestrickt. Das machen wir jetzt erst einmal. Die erste Reihe ist jetzt gestrickt und jetzt müssen wir zunehmen. Wir stricken drei Maschen. 1, 2, 3, machen einen Umschlag. Wieder 3. 1, 2, 3, einen Umschlag. 1, 2, 3, einen Umschlag. 1, 2, 3, einen Umschlag. Und das machen wir bitte bis hinten hin. Immer drei Maschen stricken, einen Umschlag. Wir haben jetzt die Reihe durchgestrickt. Alle drei Maschen haben wir einen Umschlag gemacht, um eine Masche zuzunehmen. Jetzt stricken wir die erste Masche, zweite, dritte. Dann haben wir unseren Umschlag. Und wie gesagt, einen Umschlag muss man immer von hinten einstechen und in rechts stricken. Verdrehte Maschen sind das, sonst gibt es ein Riesenloch. Da haben wir schon wieder den Umschlag. Von hinten einstechen, rechte Masche. Wir stricken jetzt bis vorne hinaus und dann machen wir diese Zunahme insgesamt dreimal, also alle drei Maschen. Ein Umschlag und von hinten die Reihe, den Umschlag, von hinten einstechen und die rechte Masche stricken. Wie gesagt, dreimal. Dann sind wir dann auf
57 Maschen etwa. Und das machen wir dann bitte erstmal. Und auf diese 57 Maschen strickt ihr dann bitte 10 Reihen. Und dann geht's weiter. Wie gesagt, wieder drehen. 1, 2, 3 und einen Umschlag. Dreimal bitte insgesamt zunehmen und dann 10 Reihen drauf. Wir haben jetzt insgesamt 18 Reihen gestrickt, haben auf der Nadel nach zweimal zunehmen 57 gehabt, nach dreimal zunehmen 67. Falls ihr ein, zwei, drei Maschen mehr oder weniger drauf habt, das macht alles gar nichts. Das ist individuell und das fällt dann nach dem Filzen gar nicht auf. So, jetzt haben wir 18 Reihen. Jetzt nehmen wir nochmal zu, aber nur einmal hinten und einmal vorne. Einen Umschlag vorne. Und stricken die Reihe zu Ende. Gleichzeitig möchte ich aber auch mal zeigen, wie man noch eine andere Farbe, wie so ein Fleck in Feldern, mit einbringen kann. Wir stricken ungefähr bis in die Mitte. Ich mag es immer ganz gern, wenn noch ein bisschen was zusätzlich im Scharf ist, ein Muster oder so. Und das kann man eigentlich immer gut gebrauchen, wenn man weiß, wie man Farbwechsel macht. Also wir haben jetzt ungefähr die Mitte, ein bisschen weniger. So, wir nehmen jetzt eine andere Farbe. Ich habe hier noch einen Rest dunkelbraun. Und den knote ich einfach mal hinten an die Natur dran. So, ziehe es fest. So, jetzt nehme ich mir den braunen Faden und stricke da so 1, 2, 3 Maschen auf der rechten Seite, was wichtig ist. Dann nehme ich mir den Faden von hinten, den hellen, und verdrehe den mal, so dreimal, und stricke dann weiter. 1, 2. Und dann gucke ich mir das an auf der anderen Seite und ziehe das fest, dass ich ein bisschen Spiel habe, weil das ja auch dann gefilzt wird. So, dann stricke ich weiter bis zum Ende von den 67 Maschen. Bloß eine vorne, sind 68. Und dann nehmen wir hinten noch eine zu. Das sind dann 69. Oder 70, 71, wenn es mal nicht so geklappt hat. Wenn man von alle vielleicht eine vergessen hat zuzunehmen, das ist alles gar kein Problem. Das muss man dann nicht nochmal aufmachen und von vorne stricken, ob da jetzt zwei, drei Maschen mehr oder weniger sind. Das spielt dabei gar keine Rolle. Das wäre schon schlimmer, wenn man Socken strickt, aber hier nicht. So, wir nehmen eine zu, einen Aufschlag, drehen es rum und dann zeige ich euch nochmal, das in braun. Wie gesagt, da ist der Umschlag. Bitte von hinten wieder einstechen. Und weiter geht's. Wir können immer nur den Farbwechsel machen auf der linken Seite, dann den Faden sichtbar. Weil rechts ist ja dann das offene Bild, das Strickbild. Und links ist ja sowieso unser Hohlraum, wo wir das Scharf dann mit Füllwatte ausstopfen. Gleich sind wir wieder bei der Braun. Und da muss man ziemlich unregelmäßig zunehmen. Sonst wird es ja kein schöner Fleck im Fell. So, ich habe jetzt einfach mehr zwei Maschen. Nehme ich jetzt mehr zu. Jetzt muss ich den Faden nach hinten legen. Ich verdrehe es wieder. 1, 2, 3 Mal. Habe ich die braun oben. So. Den muss ich mir jetzt nach vorne legen, sonst kann ich ja keine rechte Masche machen. Dann stricke ich 1, 2, 3. Die von vorne, die Maschen natürlich auch, die ich schon in dunkelbraun habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier nehme ich mal 3 zu, gerade wie wir den Fleck dann brauchen. So, jetzt lege ich wieder den braun nach hinten. Und verdrehe es wieder. Einmal nach hinten, einmal nach vorne verdrehen.
dass ich dann keinen Knoten in meine Wolle kriege. So, den Faden nach vorne, damit ich meine rechte Masche stricken kann. 1, 2. Dann lege ich mir das hin und ziehe meinen Faden wieder schön auseinander, dass es dann beim Verfilzen nicht hinten spannt. Wenn es dann nach dem Filzen hinten spannen sollte, dann schneiden wir die Fäden nach dem Filzen auf jeden Fall einfach auf. Das ist dann so verfilzt, dann gibt es keine Löcher mehr. So, und jetzt stricken wir nach vorne. Und dann könnt ihr mit oder ohne Fleck am Anfang, die noch nicht so geübt sind beim Stricken, würde ich das alles ganz einfarbig machen. Und die mit Fleck stricken, die sollen sich überlegen, immer mal 1, 2, 3 zunehmen, dann wieder 1, 2, 3 abnehmen, wenn sie meinen, der Fleck ist groß genug. Und wir stricken jetzt insgesamt auf diese Nadel 40 Reihen. Alles komplett. Von hier unten 40 Reihen. Und dann gucken wir mal weiter. Es wurden nun insgesamt 40 Reihen gestrickt. Ich habe also, weil ich es schön finde, noch einen braunen Fleck reingestrickt. Das müsst ihr aber nicht, nur wenn ihr Lust habt. Ich möchte noch einmal die Rückseite zeigen. Man spannt ja den Faden, das hatte ich gezeigt. Und wenn man soweit ist, dann zieht man die Fäden nochmal so fest, damit die Maschen kleiner werden. Bei jedem Faden hinten und vorne muss gezogen werden. Man kann, wenn man möchte, diese Fäden vor dem Filzen in der Mitte durchschneiden und mit dem unteren Faden verknoten. Oder man zieht es gut fest, filzt es dann und schneidet es dann einfach auf, auch in der Mitte, lässt die Fäden einfach hängen und gut ist es. Das geht aber nur bei gefilzten Sachen. Wenn man jetzt einen Pulli stricken möchte oder so, darf man das auf gar keinen Fall machen. Oder man vernäht jeden einzelnen Faden per Hand ganz akkurat, damit ja kein Loch entsteht. So, jetzt habe ich alle gleich glatt gezogen und fest. So, als nächstes nehmen wir unser Strickteil und stricken jede fünfte Masche zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, dann wieder 2 zusammen. 2 zusammen. Ich zeige es nochmal. Rein, 2 nehmen, ein Umschlag durchgezogen zusammen. Und so machen wir die ganze Reihe jetzt. Ne? 5 stricken, 2 zusammen. Und dann stricken wir auf dieses Strickteil nochmal 6 Reihen. Und dann nehmen wir weiter ab, dann ist der Bauch nämlich bald fertig.